Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichte und Architektur vor Ort. Wir haben wenig Jahreszahlen und Stadtgeschichte zum Selbstlesen, sowie keine Fremdwährung. Unser Ziel heute Heilbronn. Wir sehen schon eine Stadt der Moderne oder der Technik und Geschichte. Wir werden sehen. Zur Orientierung, wir sind auf der Erde, es geht nach Europa in die BRD. Hier haben wir eine kleine Übersichtskarte der Bundesländer und genauer gesagt gehen wir hier nach Baden-Württemberg, orange markiert. Hier die einzelnen Kreise in Baden-Württemberg und der Kreis Heilbronn ist hier orange hervorgehoben mit der kreisfreien Stadt. Ein kleiner Überblick über die Stadt selbst. Scharfe Augen werden sehen, die Karte ist verkehrt rum. Das waren wir. Denn normalerweise ist jede gute Karte mit Norden nach oben darzustellen. Die war vor Ort verkehrt rum. Wir haben es korrigiert. Die Stadtgeschichte zum Selbstlesen. Das könnt ihr euch jetzt, wenn ihr das Video anhaltet, kurz selbst reinziehen, wenn ihr wollt. Ansonsten lasst es weiterlaufen. Es ist gleich fertig. Danke. Wir beginnen. Der Götzenturm. Da oben ist nicht der Götz von Berlichingen, der saß angeblich in dem Turme ein. Der Turm wurde 1392 im Rahmen der Stadtbefestigungserneuerung erbaut. Sieht mir aber ein bisschen einheitlich. Ja, er ist wieder aufgebaut. Götz saß hier übrigens nicht ein, der war im Stadtkerker 1519 bis 22. Wie dem auch sei. Moderne der Stadt mit einzelnen alten Gebäuden? Ja, hier haben wir zum Beispiel die Schranne, das Fleisch- und Gerichtshaus. Ja, das passt zusammen. Offene Erdgeschosshalle, da wurde geschlachtet. Bis 1880 sogar in Betrieb? Ja, unter städtischer Aufsicht. Oben der Gerichtssaal der Reichsstadt. Seht hier an den Konsolen beste wiederhergestellte Ornamentik der gotischen Zeit und der frühen Renaissance, 16. Jahrhundert. Ja. Ja, sag mal, wenn ich mir die Stadt von oben betrachte, das sieht so aus, als wäre da alles abgerissen worden, was alt ist, mit wenigen kleinen Beispielen, die man hat stehen lassen. Nun ja, abgerissen schon, aber nicht so, wie ihr denkt. 1944, da haben mehrere Bombenangriffe die Stadt bis zu 85% zerstört. Ja, und anschließend hat man wieder aufgebaut. Allerdings mehr modern, denn sowas ist teuer. Doch seht hier, der Markt. Oh, der Bürgermeister auf dem Ratsstuhl? Nicht ganz. Robert Meyer, Arzt und Sohn der Stadt Heilbronn. Ihr kennt ihn sicherlich noch aus der Schule. Ja, Energieerhaltungssatz noch bekannt? Nun, hier haben wir Haus Zehnder, ein barockes Patrizierhaus, das wiedererbaut wurde. Inmitten von modernen Gebäuden. Jetzt habe ich hier eine Frage. Was heißt denn so gotisch, barock und Renaissance? Das sind Architektur- oder Bauepochen. Hier meine kleine Karte mit der Übersicht. Man hat sie im 19. Jahrhundert nachträglich so genannt. Die Romanik vom Jahrtausend bis ins 12. Jahrhundert, dann folgt die Gotik. 12. bis 13. Jahrhundert bis 16. Dann kommt die Renaissance und schließlich das Barock. Und das Haus Zehnder, 1726 erbaut, fällt in die Architekturperiode des Barock. Ah ja. Doch seht hier hinter mir, da ist ein weiteres Gebäude mit verschiedenen Fensterformen. Ja, das sind ursprünglich alte Teile, gotisch, wie es aussieht. 16. Jahrhundert, vielleicht auch spätes 15. Wir haben das Rathaus vor uns, das auch praktisch neu erbaut wurde. Einer Reichsstadt entsprechend natürlich, entsprechend prächtig. Seht nur der große Balkon. Da verkündete der Rat an die Stadt, klein der Reichsstadtadler fast, dominierend die große Uhr. Warum denn das? Es genügt doch etwas Einfacheres. Nicht für eine Reichsstadt. Oh nein. Es war so, in Nürnberg. Da hatte der Schlossermeister Peter Henlein 1510 die erste mechanische Uhr, die Taschenuhr, erfunden mit Federaufzug. Schlossermeister meint, er hat Türschlösser aus Metall hergestellt. Ja. Und das griff um sich mit den Uhren. Sehr rasch, jeder wollte eine große Uhr haben. Hier, die Sternbilder, die Jahreszeiten, darüber die Stunden, Tageszeiten mit Glockenspiel, einem goldenen Huhn und natürlich den Mondphasen.
und der Stadtglocke. Ja, irre teuer sowas. Entschuldigung, aber so kann man es nur ausdrücken. Nur Reichsstädte konnten sich das entsprechend in dieser Pracht leisten. Hier sehen wir ihn nochmal. Die Kilianskirche auf der anderen Seite des Marktes. Auch sie aus der Gotik stammend, 16. Jahrhundert, eine Vorgängerkirche ersetzend. Auch das alles wieder rekonstruiert. Beste Steinmetzarbeit. Nehmt euch Zeit. Geht mal hoch auf den Turm auch, wenn er offen ist. Das lohnt. Die Eingangshalle des Turmes. Hier hängen verschiedene Grabsteine reicher Patrizier, also Bürger, die im Stadtrat waren. Hier seht Menschenköpfe und tierische Gestalten. Teils auch Spottfiguren, wie wir gleich sehen werden. Das Innere mit prächtigem Altar. Ja, auch der handgeschnitzt, nicht billig. Das Innere wieder erbaut. Doch seht hier, links ein Bürger und rechts, da sehen wir einen Mönch mit der Tonsur und Rabenschnabel. Eine Spottfigur, denn Reichsstädte waren protestantisch, lutherisch. Hier sehen wir die Kirche über das Chor. Und hier davor der Siebenröhrenbrunnen. Ja, sieben, die magische Zahl. Doch nun seht, es gibt noch etwas weiteres zu sehen. Wir haben hier das Gretchenhaus. Auch das wiedererbaut, ein reiches Patrizierhaus. Reich und geschmückt, noch mit Originalsteinteilen. Rund um den Markt, da das nur solche Häuser von Patrizierfamilien. Seht hier Reliefs, teils noch original, teils sehr gut nachgebildet. Mit Inschriften, den Figuren, der Familie selbst. Man stellte dar, was man war, und Heilbronn war reich. Doch auch die moderne Stadt kennt Farbe, Form und Kunst. Es lebt. Man macht das Beste daraus. Und hier ein Baum der Söhne Heilbronns. Eine Stelle ist noch frei? Naja, es gibt die Zukunft. Reiches Gestühl für großes Portfolio ist auch vorhanden. Die Fußgängerzone, modern doch wiederum, kleine Gebäude. Ein Blick am Hafen, das Science Center, das spricht für sich. Neben dem Flößer, der steht sinnbildlich für die Neckarschifffahrt und Flößerei, eine reiche Einnahmequelle. Hier Teile der früheren Hafenanlagen, heute sind sie in der Vorstadt, und hier, wie der Plan einer Festung aussah im 18. Jahrhundert, ist aber nie verwirklicht worden. Vielleicht auch besser so. Ja, jetzt gehen wir noch einmal in die Stadt zum Hafenmarktturm. Eigentlich der Kirchturm des früheren Barfüßerklosters. Hier, das sieht nun schon eher aus nach einem Kirchturm. Denn hier waren es nun die Franzosen im 17. Jahrhundert und frühen 18. Doch 1944 gab man der Kirche den Rest. Ihr seht Ansätze des Langhauses. Nicht weit entfernt die Nikolaikirche, eine protestantische Kirche aus der Zeit der Gotik. Spätes 15. Jahrhundert. Und nun wird's echt prachtvoll. Ja, da sind wir nun am sogenannten, nein, nein, nicht die Stadtgalerie, aber die ist gleich nebenan. Wir sind beim Deutschordensmünster und der Landkommende. Ja, der Deutsche Orden, genau die aus dem Heiligen Land und so. Die hatten im Kreise Heilbronn riesigen Besitz und auch in der Stadt Heilbronn. Eine Enklave. Sie waren autark. Unterstanden nicht der Stadtgerichtsbarkeit. Die Kirche, Gott sei Dank noch ein bisschen original aus der späten Romanik, 13. Jahrhundert. Und hier seht, wieder aufgebaut, ja, aber mit Staffelgiebeln oder großen Speicherböden, ehemalig im Dachgeschoss, da wurde hochgezogen und gelagert, ja, ein autarker Verwaltungshof. Ja, das war ein kurzer Gang durch Heilbronn. Und seht, hier am Neckar. Der Bollwerksturm. Wir sind wieder zurück, da wo wir begonnen haben. Der Turm steht, das Bollwerk fehlt. So viel für dieses Mal. Und hier haben wir zukunftsorientierte, flexible Energieversorgung ohne Rückgrat. Passt sich jeder Situation an. So viel für diesmal. Gehabt euch wohl.